Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung zum Thema Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution. Aus Anlass des Erscheinens des frisch erschienenen Buches Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution, im Verlag Edition Fototapeta. Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns dabei sind bei dieser Veranstaltung. Gemäß der Ankündigung dieser Veranstaltung hätte Sie jetzt hier an meiner Stelle Ellen Überscheer, Vorstand unserer Heinrich-Böll-Stiftung, begrüßen sollen. Sie ist leider kurzfristig erkrankt. Lässt aber alle sehr herzlich grüßen, insbesondere natürlich auch unsere Sprecherinnen und Sprecher dieser Veranstaltung. Sie bedauert es sehr, da nicht dabei sein zu können. An Ihrer Stelle habe ich die Ehre, Sie heute Abend durch die Veranstaltung leiten zu dürfen. Mein Name ist Robert Sperfeld. Ich bin Referent für Osteuropa im Osteuropa-Team der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Ereignisse in Belarus stehen in den letzten Wochen in den deutschen Medien schon wieder gar nicht mehr so sehr im Vordergrund. Sie stehen immer mehr im Schatten von anderen Ereignissen der zweiten Corona-Welle und der US-Präsidentschaftswahl und anderen Ereignissen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir als Heinrich-Böll-Stiftung die Ereignisse in Belarus weiter sehr aufmerksam verfolgen. Und diese Veranstaltung ist auch ein Beleg dafür. Was dort passiert, bewegt uns nach wie vor sehr und wir verfolgen es aufmerksam. Sie wären heute nicht hier, wenn Sie nicht ebenfalls die Dringlichkeit des Themas weiterhin sehen würden. Die Krise ist ja keineswegs ausgestanden. Jahre der wirtschaftlichen Stagnation und das Komplettversagen im Umgang mit der Pandemie im Frühjahr hatten schon im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen am 9. August, heute vor genau 4 Monaten, großen Unmut erzeugt im Land. Präsident Alexander Lukaschenka verharmloste das Virus auf grob fahrlässige Weise und demonstrierte eine ungeheuerliche Ignoranz. Die Empörung steigerte sich, als dann mehrere oppositionelle Präsidentschaftskandidaten festgenommen oder gar nicht zur Wahl zugelassen wurden. Hoffnung gab vor allem ein Trio dreier Frauen, das sich mutig an die Spitze einer Bewegung gegen den diskreditierten Autokraten stellte. Svetlana Tichanowskaja wurde mit ihrer klaren Forderung nach ehrlichen und freien Wahlen zur breit unterstützten Präsidentschaftskandidatin, hinter der sich die ansonsten sehr diverse Zivilgesellschaft des Landes versammelte. Die so offensichtlichen und dreisten Fälschungen am Wahltag, aber vor allem auch die brutale Polizeigewalt gegen friedliche Demonstrierende kurz nach der Wahl mobilisierten noch mehr Menschen. Mehr als 30.000 von ihnen wurden inzwischen schon zu Kurzzeithaftstrafen von bis zu 15 Tagen verurteilt. Gegen mehr als 900 laufen Strafverfahren, in denen teils langjährige Haftstrafen zu befürchten sind. Mehr als 140 Inhaftierte gelten bereits als politische Häftlinge. Über 4.000 Fälle von Folter in Polizeigewahrsam wurden angezeigt. Kein einziger Polizist wurde bisher dafür belangt. Ich habe allergrößten Respekt vor der Ausdauer und der Kraft der Menschen, die trotz alledem seit 4 Monaten für die demokratische Zukunft ihres Landes eintreten. Ja, Ihnen gilt unsere Unterstützung und Solidarität. Über die Hintergründe der Proteste wollen wir natürlich gleich mit einigen Autorinnen
und einem der Herausgeber des Buches Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution sprechen. Zunächst will ich mich aber bei dem Verlag Edition Fototapeta und bei der Gruppe der Übersetzerinnen und Übersetzer bedanken, dass sie dieses Buch in so kurzer Zeit mit so viel Herzblut und Mitgefühl für die Demokratiebewegung auf die Beine gestellt haben. Wie es dazu kam, auch dazu werden wir gleich näher eingehen und darüber sprechen. Ich finde, es ist ein wirklich beeindruckendes Buch geworden, gelungen, das sich sehr reflektierend und differenziert mit dem Charakter der aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen in Belarus auseinandersetzt. Über die besondere Rolle der Frauen in der Bewegung wurde im Zusammenhang mit dem blitzartigen Aufstieg von Svetlana Tichanowskaja immer wieder auch in den hiesigen Medien sehr intensiv berichtet. Aber erst dieses Buch ermöglicht nun viel tiefere Einblicke in Stimmungslagen und die Differenziertheit des sich vollziehenden Wandels, der auch das traditionelle Rollenverständnis von Frauen in der Gesellschaft insgesamt hinterfragt. Es ist so wichtig, in diesen historischen Momenten nicht nur chronistenartig das Geschehen zu dokumentieren, sondern auch zu seiner Reflexion und Einordnung beizutragen. Die Herausgeberinnen nennen es Geschichtsschreibung des Augenblicks, was ich sehr treffend finde. Also vielen Dank den Macherinnen und Machern dieses Buches für ihren großartigen persönlichen Einsatz und natürlich den Autorinnen, dass sie uns an ihren ersten Reflexionen der Ereignisse teilhaben lassen. Und wir freuen uns sehr, dass die Heinrich-Böll-Stiftung den Weg von der Facebook-Plattform Stimmen aus Belarus bis zur heutigen Buchpräsentation als Partnerin mit begleiten durfte. Nun aber genug der Vorrede. Ich stelle Ihnen gleich unsere Gäste am heutigen Abend vor. Zunächst aber noch der kurze Hinweis. Auch Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer können sich im späteren Verlauf der Veranstaltung mit Fragen beteiligen. Dazu nutzen Sie bitte die Fragenfunktion hier in Zoom. An der unteren Seite, am unteren Ende Ihres Zoom-Fensters finden Sie einen Fragen-Button. Dort klicken Sie drauf und dort können Sie dann gerne auch schon im Verlauf der Diskussion Ihre Fragen aufschreiben. Im letzten Drittel der Veranstaltung greifen wir diese Fragen dann auf und spielen sie ein. Ja, genau. Ich stelle Ihnen nun unsere Gäste am heutigen Abend vor und ich will mal versuchen, diese Vorstellung zunächst mit kurzen Eindrücken vom persönlichen Erleben der Ereignisse zu beginnen, bevor wir etwas später dann auf das Buch und die Hintergründe der Protestbewegung zu sprechen kommen. Ich fange mal an mit Frau Irina Herasimowitsch, Übersetzerin, Essayistin, Kulturmanagerin und Kuratorin. Irina, erstmal herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit am heutigen Abend für uns nehmen und dass Sie heute bei uns sind. Freut mich sehr. Ich will mal gleich mit einsteigen mit der Frage, Sie haben in Ihrem Text, der im Buch veröffentlicht ist, haben Sie auch geschrieben, dass für die Revolution der Optimismus unentbehrlich ist. Wie steht es um diesen Optimismus bei Ihnen persönlich? Wie haben Sie die letzten Wochen erlebt und wie erhält sich dieser Optimismus der Revolution, wenn er sich denn erhält? Vor allem herzlichen Dank für die Einladung und guten Abend an alle. Ich sehe gerade 73 Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir. Das ist ganz toll, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Thema Belarus nicht ganz verschwindet. Was den Optimismus angeht, ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern daran, dass ich sowas geschrieben habe. Ich glaube, ich habe eher den Optimismus kritisiert. Ich habe eher kritisiert, dass so viele in dem Optimismus verharren und gar nichts reinlassen in das Erleben
Und der Optimismus wird zu einer Art Abwehrmechanismus, der gar keine Ängste zulässt und der aber eigentlich auch das Hinterfragen verhindert. So, wie es mit dem Optimismus verhält, ich glaube, das ist schwankend, bei mir wie bei allen. Und ich versuche das so ehrlich wie möglich, zumindest mir gegenüber, durchzuleben. Okay, vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Dann begrüße ich außerdem Olga Sparaga, Philosophin, Dozentin an der European Humanities University in Vilnius, Gesellschaftswissenschaftlerin und Mitbegründerin des European College for Liberal Arts, ECLAP, in Minsk. Auch dir herzlichen Dank, dass du heute Abend bei uns bist. Vielleicht als Einstiegsfrage an dich. Ich weiß, dass du zweimal inhaftiert warst in der Zeit und dann auch das Land verlassen musstest. Diese 4 Monate, die Demokratiebewegung hat also dein Leben ganz massiv auch verändert. Was waren für dich in dieser Zeit die bemerkenswertesten Momente und wie geht es dir heute? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch darüber, dass wir heute Belarus diskutieren und dass wir Belarus weiter diskutieren. Die Situation in Belarus ist natürlich schwierig, nicht einfach. Und es ist sehr schwierig für die Leute weiter zu kämpfen, aber sie machen das weiter. Und wenn man über meine eigenen Erfahrungen spricht, dann würde ich sagen, ja, ich habe mich politisiert, weil früher habe ich an ECLAP in Minsk die Fragen der kritisch unsere Gesellschaft, Situation in unserer Gesellschaft, öffentliche Sphäre und vieles andere diskutiert mit den Studierenden. Und als ich gesehen hatte, wie die Gesellschaft schon im Mai erweckt wurde, konnte ich nicht nur diskutieren, ich wollte auch irgendwie daran politisch teilnehmen und habe auch an der Arbeit vom Koordinierungsrat teilgenommen. Und das hat mein Leben verändert. Ich bleibe Philosophin und schreibe darüber, arbeite an einem Buch über Revolution, aber bin auch in diesem politisch-öffentlichen Bereich auch tätig. Und ja, ich bin müde, wie alle Belarusinnen, aber irgendwie zurück geht es nicht. Wir sollen weitergehen und das versuche ich auch zu machen. Okay, vielen Dank. Ja, das habe ich in der Tat vergessen zu sagen, dass du im Koordinierungsrat mitwirkst. Da kommen wir dann aber auch später nochmal intensiver drauf zu sprechen. Erstmal vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Wir haben auch noch eine dritte Sprecherin aus Belarus, Julia Zimafeva, aber bitte sehen Sie mir nach, dass ich sie erst am Ende der Runde dran nehme, denn sie wird dann auch gleich ein Gedicht vortragen. Aber deswegen gehe ich zunächst jetzt zu Thomas Weiler, Mitherausgeber des Buches, das der Anlass hier auch für unsere Veranstaltung ist. Hallo und guten Abend, Thomas, nach Markleberg bei Leipzig. Freuen uns, dass du heute Abend hier bei uns dabei bist. Thomas ist Übersetzer und hauptsächlich von Belletristik und Kinderliteratur aus dem Polnischen, Russischen und Belarussischen, hat dafür schon mehrere Preise erhalten. Zuletzt erschienen bei Voland und Quist sind Übersetzungen von Viktor Martinovic und Zimovit Cesek und Oleg Sentsov. Thomas, auch für dich hat sich in den letzten 4 Monaten wahrscheinlich einiges verändert. Du warst Teil dieser Initiative, die
Stimmen aus Belarus einzusammeln und für ein deutsches Publikum zusätzlich zugänglich zu machen? Wie hat sich die Krise in Belarus, die Protestbewegung in Belarus, wie hat sie dein Leben in den letzten 4 Monaten verändert oder beeinflusst? Ja, sie hat mich sehr in Anspruch genommen. Ich war in Gedanken sehr viel in Minsk bei Bekannten und Freunden und Kollegen dort. Habe mir Sorgen gemacht um die Menschen dort, habe versucht, Kontakt zu halten, dran zu sein. War zwischendurch euphorisch, bin immer noch begeistert über alles, was die Leute dort leisten, was sie wagen. Und ja, es schwankt ziemlich zwischen Anteilnahme, Überforderung, dem Wissen, dass ich hier relativ weit weg bin, in Gedanken versuche, nah dran zu sein und immer wieder versuche, meinem Umfeld hier zu vermitteln, was dort passiert, und auch immer wieder darauf stoße, wie weit viele Menschen hierzulande weg sind von dem Geschehen in Belarus. Und das frustriert zwischendurch immer wieder, aber es ist natürlich auch Ansporn, weiter zu erzählen, zu übersetzen, Kontakte herzustellen, die Stimmen zugänglich zu machen auf unserer Facebook-Seite und eben auch mit diesem Buch. Mhm. Ja, okay, ja, da werden wir dann auch zu dem Buch nachher nochmal weiter sprechen. Vielen Dank erstmal an dich. Dann möchte ich gerne übergehen zu Viola von Kramon, Mitglied im Europäischen Parlament. Sie war von 2009 bis 2013 auch schon im Deutschen Bundestag für die Grünen und jetzt seit 2019 im Europäischen Parlament. Und dort ist sie im Auswärtigen Ausschuss und kümmert sich sehr intensiv schon seit Jahren auch um die Ukraine, aber eben auch um Belarus. Viola, herzlich willkommen auch dir in dieser Runde und schönen Dank, dass du heute Abend hier dabei bist. Ich möchte dich auch zum Einstieg fragen, ja, wie intensiv hat dich das in den letzten 4 Monaten beschäftigt und wie ist deine Stimmungslage, wenn du die Proteste verfolgst? Ja, vielen Dank, Robert. Wunderbar, dass ihr diese Veranstaltung organisiert. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Es ist wichtig, dass das Thema Belarus auf unserer Agenda ganz weit oben bleibt. Und das ist auch ein bisschen sozusagen meine Rolle im Europäischen Parlament. Ich habe heute gerade wieder mit einem Kollegen aus der EPP, also aus der konservativen Fraktion, telefoniert. Es gibt eine große Gruppe im Europäischen Parlament, die ähnlich ticken wie wir, also die volle Solidarität und großes Interesse an den Entwicklungen in Belarus zeigen. Und es gibt wahrscheinlich kein Thema, bei dem wir, mal abgesehen von einigen Linken und natürlich einigen ganz Rechten, so eng übereinstimmen wie die Reaktionen zu Belarus. Und das macht natürlich dann, oder es bringt auch den Rückenwind, den wir brauchen, um die Kommission, um den Auswärtigen Dienst, um den Council vor uns herzutreiben. Also ich würde uns schon als das entscheidende Gremium sehen auf der europäischen Ebene, die mit Abstand mit ihren Forderungen am weitesten gehen, die den besten Zugang zum Koordinationsrat haben, zu den Menschen auf der Straße, aber auch zu allen anderen politischen Akteuren. Wie ging es uns? Wie geht es mir? Ich habe teilweise von Euphorie bis Frustration alles durchlebt und wir wissen ja auch nach wie vor noch nicht, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir sind sehr, sehr, sehr eingespannt. Svetlana Tsikhanouskaja kommt am Montag wieder nach Brüssel. Am Mittwoch wird die Preisverleihung des Sacharow-Preis stattfinden. Wir werden stellvertretend ihr mit einer Gruppe kleiner anderen da den Preis übergeben und wir sind sehr am Überlegen, wie wir jetzt im Rahmen unserer sogenannten Fact-Finding-Mission, die nächsten Freitag beginnt, und mit vielen anderen Themen versuchen, Belarus an uns zu halten, das Thema in den Medien oben zu halten, aber gleichzeitig eben auch sinnvolle Maßnahmen, effektive Maßnahmen einzuleiten. Und das können wir ja nachher in der Debatte noch mal ein bisschen intensiver besprechen. Da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber also um es kurz zu fassen, Belarus beschäftigt uns sehr.
Und wir sind unglaublich, ich würde sagen, empathisch bei allen Menschen, die versuchen, dieses Land auf eine andere, in eine andere staatliche Verfasstheit zu bringen, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Viola, für diesen ersten Eindruck. Dann, last not least, auch ein herzliches Willkommen an dieser Stelle an Julia Zimafeva. Und ich werde das Gespräch mit Julia auf Englisch führen. Julia versteht Deutsch, aber für das Gespräch haben wir uns doch jetzt für Englisch entschieden. Bitte, ich bitte da um Verständnis. So, very warm welcome also to you, Julia. Thank you for being with us. So, in the same way, the question goes to you. How is your situation right now? How do you feel about last weeks and months? How did it affect your situation? I know that you moved about 2 weeks ago to Graz for a scholarship stay in Austria. How is it for you to be away temporarily now from Minsk? Good evening. Thank you for inviting me here, and thank you for the interest and for the solidarity with Belarusian people. And answering your question, starting from August, the 9th of August, my husband and me, my husband is a writer, Alger Bakharevich, we participated in many protest actions, and we always were to some extent political, because we also went to previous protests up to the previous presidential elections. But this time, of course, it was very different. And I would say, being here, it's hard to follow the news. Of course, I'm following all the news. I'm reading the same Telegram channel, and now even I read Next channel that I eliminated from smartphone in Minsk. And what we read every day, it just to my mind, the situation is getting worse and worse, and. Yeah, so that's very difficult emotionally to live it through. Even when my body is here in Graz, my thoughts are in Belarus, with my friends, with my family, with my friends, with my parents, with all people that stay in Belarus. Mm-hmm. Yeah, thank you for this first introduction, and I have to apologize. I missed my part to introduce you properly. I have to to do this now. So Julia Zimafeva is a writer from quite recently in the same. Publishing house, Edition Fototapeta, appeared book of poems named Zirkus in German, a collection of poems from Julia Zimafeva. And Julia also presented her poems and read her poems on the demonstrations in Minsk, and maybe we will also come back to it later. And she has also written one poem that is part of this book. And and Julia is going to present this poem now to us. She will present it, she will read it in Belarusian language, and we will show the German translation by Tina Wünschmann on slides here in the Zoom channel.
So I will just switch on the slides. Oh, no, sorry. We practiced it before, but as always, it's not working as it's supposed to be. Okay, but now we can start. Please, Julia. Камінь страху. Не страшно. Я врешті дома. Я тримала в спадщину свій страх, сімейну реліквію, коштовний камінь, який передається від покоління до покоління. Наш круглий родовий валун, неколи скрадений з панського поля. Камінь не має рота, не здольний ні крикнути, ні сказати. Йон безпам'ятний, завжди в зародку, усе, що йон уміє, марудно і неумольно рости. Ми кормим камінь по черзі. Праз довгую пуповину роду, про бабулі і про дядулі, дядулі і бабулі, маці з батьком, а ось і я виросла, тепер моя черга. Правила догляду прості. Спочатку ти носиш камінь на серце, і він п'є твою кров і смокче життєві соки. Камінь одвучить собі дихать на повній груді. Потім дай камінь узнятися вишей, зручно захраснуть у горлі і цадіть твої слови. Камінь одвучить тебе, говорить то, що хочеш. І ось страх вибирається вонки, обвивається кам'яною пуповиною вокруг шиї, вішається тобі на груді твоя вічна противага. Ах, яка пригожость! Це у вас від бабулі? Так. Ви ж тільки його бережите? Обов'язково. Thank you, Tina Wünschmann, for the translation of the poem. Ja, vielen Dank, Julia Zimmer-Fewer. Now I have to ask our technical host to allow me to switch on my video again. Okay, now it's Hello. Working again. I'm back. thank you very much, Julia, for this poem. You told me before that it was originally inspired under the conditions in the COVID crisis, like in the first wave of the COVID crisis in spring. You point in here in this poem to the fear as something that is so much also rooted in the society and that has been for many generations who lived under the repressive rule. Fear as a means of authoritarian power. Did this become relevant in the COVID context in Belarus? To put it differently, how did the COVID context and the mismanagement from the side of the state contribute to change of this fear, if so? Mm-hmm. Right, I wrote that poem at the end of May or beginning of June, and this poem was inspired not only by the Belarusian government actions, but also by all the situation in the world. Some months later, already in August, I realized that the fear that we started to feel was much bigger than the fear of COVID or Corona. Or something like that, that people had to be afraid of their lives, of their health, of not being taken to prison,
And I guess in August, in September, and even in October, that poem became much more actual, so much more up to date. So its sense became much more up to date. That's why now I associate it with the political situation, but not with the health. From outside, it looks a bit like the Belarusians no longer care for their stone of fear. They go outside, they go out to the streets despite the brutal police violence. Where do people take this courage from? Or is it the other way around, as also is pointed out in one of the texts in the book by Yaroslava Ananka, who suggests in her text that joint action, like demonstrating and marching on the streets and joint singing, is actually helping to cope with this fear and reducing this fear. So how would you explain this? Okay, I'll tell about my own experience. You can't get rid of that fear when you take to the street. And I couldn't get rid of that fear, but I knew that I had to overcome that fear every Sunday. When I was going out into the street, I knew that there could happen anything. At least psychologically, I have to be ready. And I have, maybe the most fearful thing was to get to the meeting, but then the demonstration. But then when you met all those people with flags, when you met all this chanting, it was not so fearful anymore. And here I can agree with Yaroslava or with those who sang in the streets, who sang Kupalinka. Yaroslava wrote about Kupalinka song, as far as I know, because we participated with her in another presentation of that book. But I think fear still stays, but there is another feeling that is also very important for Belarusians now, and was very important for me personally, and is, it stays. It's a feeling of guilt that other people go out into the streets, or you are staying abroad, but you feel guilty that you are not in Belarus. When you are in Belarus, but you don't take to the streets, you feel guilty that you are not doing that. When you take to the streets, you feel guilty that you haven't been taken to prison. But when you have been taken to prison, you feel guilt that you have not been beaten, and so on. So I would say that fear is not the only problem that we have also with not the only psychological problem we have. Thank you. I would like also to add that fear is also a natural reaction of our nervous system to danger. I think that's natural to have fear, but we have to overcome it still. Thank you for this very important points. Let's invite Olga and Irina also to this conversation. Ich würde gern Sie beide auch fragen. Woher kommt der Mut der Menschen, die dort alltäglich demonstrieren, und welche Rolle dabei spielte tatsächlich das, was zumindest hier bei uns sehr stark eben als das weibliche Gesicht dieser Revolution wahrgenommen wurde, der Mut, den auch Svetlana Tichanowskaja gezeigt hat, indem sie einfach die Initiative ergriffen hat und zur Wahl angetreten ist und sich nicht mehr hat einschüchtern lassen.
Olga, vielleicht möchtest du mal anfangen. Wie erklärst du das? Ja, es wurden schon wichtige Worte genannt, erwähnt, denke ich. Das erste Wort ist Begeisterung. Ich wurde begeistert von den Ereignissen und von der Erweckung der Gesellschaft. Viele Leute sagen in Interview, dass sie wirklich fast zum ersten Mal erweckt wurden. Und diese Begeisterung, wenn die ganze Gesellschaft so viele verschiedene soziale Gruppen, nicht nur in Minsk, sondern überall in Belarus, zu den Straßen gehen und ja, Ängste natürlich haben, aber doch daran teilnehmen und dass wir wirklich so, so verschiedenartig sind, aber doch zusammen, das macht wirklich, das bringt die sehr große Begeisterung von unserer Gesellschaft. Zweites Wort ist Angst und Julia hat sehr gut darüber geschrieben, es gibt die ganze Kette von Angstgefühlen. Du hast in jedem Moment, in jeder neuen Situation ein neues Gefühl, Angstgefühl, weil du hast Verantwortung für verschiedene Gruppen, für verschiedene Situationen und sogar im Gefängnis fühlst du das Gefühl, Schuldgefühl, wirklich, dass du nicht geschlagen wirst, dass dir nicht so schlimm wie anderen Leuten geht. Ich bin völlig einverstanden mit Jula. Und das dritte Wort oder die anderen Worte, Teilhabe an den demokratischen Prozessen. Ich verstehe diese Prozesse jetzt schon als demokratische. Die Leute zeigen, dass sie gegen Autoritarismus sind, dass sie weiter kämpfen wollen, dass sie, wie ich schon gesagt habe, verschiedenartig, aber doch zusammen sind. Und für mich sind das Zeichen des Prozesses der Demokratie. Und wir haben vor Augen diese Prozesse. Und das treibt daran teilzunehmen. Und nicht teilzunehmen ist sehr schwierig, weil man will auch an diesen Prozessen, an diesen neuen Prozessen mit dieser erweckten Gemeinschaft und Gesellschaft zusammen sein. Mhm. Irina, Sie können auch gerne zu der vorherigen Frage gleich noch aus Ihrer Sicht kommentieren. Ich will aber noch mal eine Frage in die ein bisschen andere Richtung jetzt ergänzen. Auch welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht tatsächlich die Frauenfrage für die Proteste? War das eher zufällig, dass diese Revolution, diese Bewegung ein weibliches Gesicht bekommen hat? Weil, also zufällig in dem Sinne, dass Lukaschenko das so stark provoziert hat mit seiner Ignoranz. Aber er ignoriert ja nicht nur Frauen, zwar und äußert sich herablassend und herabwürdigend, sondern auch über andere Teile der Gesellschaft. Ist dieses weibliche Gesicht, was wir zumindest von hier aus wahrnehmen, ist das also einfach so zufällig entstanden in diesem Sinne, provoziert durch Lukaschenko, oder ist da auch noch eine andere Substanz in der Bewegung, die sich besonders um das Rollenverständnis von Frauen und um Teilhabe von Frauen dreht oder sich darauf bezieht? Ja, es ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, es gibt gar keine eindeutige Antwort und ich will hoffen, dass das sowohl als auch ist. Ich glaube, das ist nicht nur eine Bewegung, nicht nur eine Richtung, wie es zum Teil auch von den Medien suggeriert wird. Da sind sehr, sehr viele Bewegungen, wie in jeder Krise, psychologisch, sozial, politisch, da kommt ganz, ganz vieles hoch. Und wie Olga schon sagte, es sind sehr viele Richtungen, sehr viele Gruppen. Das empfinde ich auch so. Es sind sehr viele Strömungen und Gegenströmungen. Und ich würde sogar in Frage stellen, ob sie denn so zusammen sind, wie man das gerne hätte in dieser Situation. Ich empfinde viel mehr Unsicherheit eigentlich und sehr oft scheint es mir, zumindest was meine Erfahrungen angeht,
dass, ja, jetzt sage ich was sehr Unpopuläres, ich weiß, aber dass das Solidaritätsgefühl sehr oft ziemlich oberflächlich bleibt und eigentlich auf sehr eindeutige, sichtbare Symbole ausgerichtet ist. Und wenn man etwas tiefer einsteigt, dann, oder wenn man andere Fragen stellt, wenn man etwas in Frage stellt, dann gibt es dieses Solidaritätsgefühl in der Form nicht immer, würde ich mal vorsichtig so sagen. Ich habe es so erlebt, wenn ich zum Beispiel versucht habe, irgendwas von dem Frauentrio kam, in Frage zu stellen, ganz speziell eine Situation, die ich auch beschreibe, in meinem Essay, wo ich kritisiert habe, dass Svetlana Tsikhanouskaya vom Weisen Moskau sprach und von dem Waisenführer Putin. Die Reaktionen waren im Freundeskreis, in der Runde, wo ich das diskutiert habe, die waren auch zum Teil richtig unangenehm für mich. Und manchmal scheint es mir, wir müssen da noch viel mehr hinterfragen und in Frage stellen, zulassen und aushalten. Was vielleicht auch nicht auf Anhieb kommt. Ich kann auch verstehen, dass in dieser Krisensituation ist erstmal das Nötigste zu erledigen. Und dann kommt das andere. Mhm. Mhm. Und ja, also immer wieder, wenn vom Wir gesprochen wird, ich höre jetzt von allen Seiten Wir, ich frage mich, wer gehört denn zu diesem Wir? Und ich habe für mich zum Beispiel entschieden, nicht zu den Märschen zu gehen. Ich muss auch mit, also ich war beim ersten Marsch dabei. Ich habe verstanden, dass ich, so ist es einfach. Ich bin so individualistisch, dass ich keine positive Energie von Fahnen bekomme. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mit irgendeiner Fahne auf die Straße zu gehen. Das ist nicht, also ich bewundere die Menschen, die das machen, aber das behagt mir nicht, das liegt mir nicht. Und ich habe verstanden, es ist aus meiner Sicht, das bringt viel mehr, wenn ich auf eine andere Weise mich für eine verzweigte, komplizierte Gesellschaft einsetze, indem ich zum Beispiel übersetze. Ich bin immer noch gerne in dieser Übersetzerinnenrolle und jetzt vermittle ich immer wieder eher für das Land als für die einzelnen Autorinnen und Autoren. Und deswegen ziehe ich mich zurück in mein Dorfhaus, nehme auch die Unbequemlichkeiten auf mich mit Holz holen und Ofenheizen und Schnee wegschaufeln, wo ich einfach übersetzen und arbeiten kann. Das ist mein Beitrag. Ja, und das ist nicht so gut sichtbar wie mit der Fahne. Aber das ist einfach so, ja, und das ist auch meine Sache, wie ich da durchkomme. Aber dann ist die Frage, gehöre ich dazu, gehöre ich zu den Protestierenden oder nicht, wenn ich auf diese andere Weise beteiligt bin? Das ist, die Frage ist offen, also ich würde gerne auch die offenen Fragen zulassen. Mhm. Genau, das ist eigentlich das gute Stichwort für meine nächste Frage an Olga. Offenheit zulassen, Verschiedenheiten aushalten. Wie würdest du sagen, gelingt das zum Beispiel im Koordinierungsrat der Bewegung, dem du ja angehörst, Olga? Wie kann die Bewegung mit dieser Diversität, mit diesen verschiedenen Ansprüchen umgehen? Wie gelingt das? Ja, im Moment bin ich eher im Office von Svetlana Tsikhanouskaya, weil ich in Vilnius bin und jetzt mit den Fragen der Bildung zu tun habe. Und ja, es gibt sehr viele Gemeinschaften und Akteure, die daran teilnehmen. Und es braucht die ganze Zeit die Kommunikation. Und das ist eigentlich normale Sache, die wir vorher, vor der Revolution, die ganze Zeit gehabt hatten. Und das war schwierig und es gab immer Widersprüche und es gab nicht genug Vertrauen.
Und in der Situation der Revolution habe ich plötzlich entdeckt, dass Leute einander, dass sie gegenüber einander mehr Vertrauen haben. Und das war für mich, das war in meiner Nachbarschaft zum Beispiel, das war in kleineren Gemeinschaften, bei Marschen. Ich habe immer irgendwie gefühlt, diese Energie und diese Bereitschaft, in diesem Moment nicht über Widersprüche zu sprechen. Und, aber wenn man schon mit der Arbeit beginnt, in solchen Strukturen wie Koordinationsrat oder Office von Tichanowskaja, dann entstehen natürlich die Widersprüche, weil es geht um die Arbeit, es geht um die Ideen, um die Projekte und die Leute haben verschiedene Sichtweisen. Und eigentlich, ich hoffe sehr darauf, dass ich dafür bereit bin, weil ich früher auch die Konzeption der komplizierten Gesellschaft, über die Irina auch gesprochen hat. Ich habe immer für diese Gesellschaft gesprochen, über solche komplizierte Gesellschaft. Und ich denke, und deswegen war für mich eine Begeisterung, dass unsere Gesellschaft plötzlich nach den Vernetzungen sucht und einiges entdeckt und mehr erreichen kann, als ich erwartet hatte. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn man die Arbeit beginnt, dann beginnen die Widersprüche. Dann haben wir mit Widersprüchen zu tun. Vielleicht noch als kurze Nachfrage dazu. Ja. Was glaubst du, wie prominent die Gender-Themen, das Frauenbild als Thema für die Protestbewegung sich darstellt? Ist das eins von hoher Relevanz in der Wahrnehmung der Menschen oder ist das eher nicht so hoch aufgehängt? Oder anders gefragt, können aus der Frage des Rollenverständnisses von Frauen, aus der Frage von Teilhabe, können da Bruchlinien daraus erwachsen für die Demokratiebewegung? Kann das zu einem Konfliktfeld werden oder nicht, weil es vielleicht gar nicht als so die relevante Fragestellung für die demokratische Bewegung wahrgenommen wird? Ja, ich denke, Frauen waren und bleiben sichtbar. Und sie sind sichtbar in verschiedenen Weisen. Zum Beispiel, die Frauen haben neue Strategien vorgeschlagen, wenn wir über dieses Trio zum Beispiel sprechen. Es gibt Frauen als ein kollektives Subjekt, wenn wir über Frauenmarsche sprechen. Und es gibt auch individuelle Strategien wie Nina Baginska. Es gibt solche einzelne Gesichter von Frauen. Ja. Und wenn man über alle diese verschiedenen Strategien spricht, dann sieht man, da sind verschiedene Frauen, da sind verschiedene Gruppen von Frauen. Es gibt Brüche. Und ich sage immer, dass dieses kollektive Subjekt ist zerspaltet. Und anders geht es bei den patriarchalischen Gesellschaften nicht. In Deutschland haben wir auch damit zu tun. Nicht alle sind Feministinnen. Und Feministinnen sind Feministinnen in verschiedenen Sinnen. Und das erleben wir während der Revolution auch. Aber ich hoffe sehr darauf, dass diese Situation Empowerment für Frauen bedeuten wird. Und das sagen Frauen im Interview auch, dass diese Vereinigung von drei Frauen ein Beispiel für Politisierung, für Empowerment, für andere Frauen auch gewesen ist. Das Zeichen davon haben wir jetzt schon. Aber wie es weitergeht und wie Frauen sich eigene Rolle reflektieren, das ist die Frage und das ist auch die Aufgabe für Feministinnen, zusammen mit anderen Frauen das zu reflektieren. Darf ich noch kurz hier ergänzen? Ja, bitte gerne. Ich glaube, das ist nicht so, also nicht nur die Frage, mit der sich Frauen beschäftigen sollen. Das ist generell eine Frage an die Gesellschaft. Weil Feminismus, es geht ja nicht nur um die Rolle der Frauen, sondern es geht darum, welche Strukturen in der Gesellschaft etabliert sind. Und das mit dem Feminismus, mit einer feministischen Haltung, so wie ich sie zumindest sehe, da verändert sich die Rolle des Mannes ebenso. Und es geht darum, inwieweit diese Fremden, von außen gekommenen, diese von außen auferlegten Strukturen mein Leben bestimmen oder nicht.
Und ich glaube, das muss noch sehr genau auseinandergehalten werden, weil es gibt nicht die Frauen von Belarus. Ja, ich muss mich immer wehren, wenn man sagt, ja, und die Frauen, die für ihre Männer auf die Straße gehen. Ja, es gibt diejenigen, die für ihre Männer auf die Straße gehen. Es gibt diejenigen, die für sich und ihre Rechte auf die Straße gehen. Es gibt diejenigen, die gar nicht auf die Straße gehen, aber die auf andere Weise sich beteiligen und so weiter. Es gibt sehr viele Kategorien und ich glaube, das ist extrem wichtig, in so einer Krisensituation den Blick für diese Komplexität nicht zu verlieren. Das ist lebenswichtig, weil wir waren schon, wie gesagt, in der Situation, wo einfache Antworten gefragt waren. Wir wissen, wozu das führt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die eigene und die fremde Sensibilität schult, auch im Umgang mit sich selbst, mit den anderen in Gesprächen, dass man, wie Olga jetzt gesagt hat, die Widersprüche zulässt und sie aushandelt, nicht einfach wegräumt, sondern durch die Widersprüche hindurchgeht und dann mal sieht, was bleibt. Und das ist eine Aufgabe, die eigentlich nicht nur vor der belarussischen Gesellschaft steht, sondern das ist sehr europäisch. Ich sage immer gerne, in Belarus wird Europa verhandelt. Ja? Und das ist, das empfinde ich so, und das ist eine, auf jeden Fall eine langfristige Geschichte. Ja? Wenn man, ich glaube nicht an diesen Sieg. Ja? Ich glaube nicht, dass es einen Punkt geben wird. Natürlich wird es den geben in einer oder anderen Form. Aber ich glaube, das ist so oder so eine sehr langfristige Geschichte, weil irgendwie ist es doch dazu gekommen. Der Lukaschenko ist ja nicht vom Himmel gefallen und das ganze System ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ja? Irgendwo mangelte es doch an der Sensibilität, also dass die Menschen nicht so an sich nah an sich selbst waren, dass sie das zu, irgendwie so, also diese, dass diese Brüche überhaupt möglich waren in der Gesellschaft. Ja? Und ich glaube, dass ich hoffe, das ist meine große Hoffnung. Leider durch die sehr komplizierten Erfahrungen, aber ich hoffe, dass die Gesellschaft immun bleibt gegen Lüge und Fälschung und Unwahrheiten. Und ja, das ist eine große Hoffnung für die Zukunft. Und gerade deswegen, weil also wegen dieser Schulung und der Sensibilisierung, wir brauchen Austausch. Und da sind wir wieder bei dem Buch und da sind wir wieder bei den Veranstaltungen wie diese. Mhm. Ja, genau, das ist jetzt das Stichwort, mit dem ich gerne zu Thomas übergehen möchte. Thomas, wir haben jetzt eben gehört, dass eine weibliche Gesicht der Revolution gibt es eigentlich nicht. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen teilhaben lassen, wie ihr zu dem Titel des Buches gekommen seid. Denn das Buch heißt ja Das weibliche Gesicht der Revolution. Genau, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, es gab längere Diskussionen unter uns Herausgebern, Tina Wünschmann, Nina Weller, Andreas Rostek und mir, was wir diesem Buch für einen Titel geben, weil es natürlich entscheidend ist, was man draufschreibt, wie man so ein Buch labelt, so wird es dann auch wahrgenommen. Und wir waren uns sehr bewusst, dass es nicht nur eine weibliche Revolution ist, dass es nicht nur ein Gesicht gibt, sondern viele verschiedene Gesichter, und fanden trotzdem diesen Aspekt zentral oder wollten uns diese Revolution unter diesem Aspekt der Weiblichkeit anschauen und schauen, was gibt es für einen Mehrwert, und sind darüber dann auch letztlich zu den Autorinnen unseres Bandes gekommen. Es gab es gibt verschiedene Teile in diesem Buch. Es setzt sich aus unterschiedlichen Textgattungen zusammen. Ein wichtiger Teil sind die Stimmen aus Belarus. Du hast vorher schon die Facebook-Seite angesprochen. Damit ging das eigentlich los. Wir haben verschiedene Übersetzer, Kolleginnen und Kollegen angefangen, Stimmen von Bekannten, Freunden, Kollegen aus Belarus zu übersetzen, um uns irgendwie einzubringen in diesen Prozess, um diese Stimmen hier hörbar zu machen. Es sind viele Stimmen auch dabei, die tatsächlich belarussisch schreiben und außerhalb der belarussischen Community gar nicht wahrgenommen werden können, weil einfach die Sprachkenntnisse fehlen.
Das war der Anfang, diese O-Töne. Und daraufhin kam der Kontakt zu Andreas Rostek, dem Verleger von Fototapeta, zustande, der schon verschiedene belarussische Autoren verlegt hatte, Interesse hat an diesem Raum, sich dort auskennt und zusätzlich Kenntnisse mitbrachte durch die Flugschriften, eine Reihe, die dieser Verlag veröffentlicht. Da gab es einen Band zum Maidan oder zur Situation in Polen, und in diese Reihe fügt sich nun der Belarus-Band ganz harmonisch ein. So ging es also los mit diesen Stimmen Belarus, diesen O-Tönen, und jetzt zwei Leser, die vielleicht noch nicht den Zugang oder die Informationen vorab haben zur Situation im Land. Und deshalb sind wir auf die Suche gegangen nach kompetenten Autorinnen, die uns diesen Kontext liefern können, haben um Texte gebeten zu verschiedenen Aspekten, die uns wichtig erschienen, und haben gezielt Autorinnen angesprochen und die um diese Kontextualisierung gebeten. Das ist also ein weiterer wichtiger Teil dieses Buches. Und hinzu kommen dann noch Dokumente, haben wir das genannt, also Hintergrundtexte, zeitgeschichtliche Dokumente, die uns wichtig erschienen, haben wir mit aufgenommen, die zum Teil aus der Stimmensammlung kommen, zum Teil speziell für diesen Band übersetzt wurden. Es gibt Gedichte von Lyrikerinnen, die entweder direkt als Reaktion auf die Ereignisse entstanden sind oder kurz vorher und in direkte Beziehung gebracht werden können. Und es gibt ganz am Ende noch so eine Art Zeitstrahl, wo man nachvollziehen kann, was ist zu welchem Datum Entscheidendes passiert, um ja, die Ereignisse nochmal nachvollziehen zu können. Mhm. Okay, ja genau. Und Thomas wird uns am Ende der Veranstaltung dann auch noch einen Textausschnitt aus den Belarus-Stimmen präsentieren. Ich würde jetzt gerne zu Viola übergehen. Viola, wie entscheidend war denn aus deiner Sicht das weibliche Gesicht dieser Revolution, dieser Bewegung für die Wahrnehmung in Europa? Und konkreter noch gefragt, wie wird denn Svetlana Tichanowskaja als die Anführerin oder als einer der führenden Köpfe dieser Bewegung wahrgenommen, auch mit ihrer besonderen Herangehensweise, dass sie ja eigentlich eine Nicht-Politikerin sein möchte? Ja, das sind so viele, sagen wir so, Ebenen übereinander. Ich fand das irgendwie sehr spannend, was Irina gesagt hat, und das hat mich auch nochmal wirklich zum Nachdenken gebracht. Also erstens, glaube ich, war es gut, und es wäre zu keiner, wie auch immer man das jetzt am Ende oder Frau das labeln will, zu keiner Revolution, zu keinem Umsturz gekommen, hätten nicht die drei Frauen den Mut gehabt, sich überhaupt auf die Bühne zu wagen und zu sagen, es ist jetzt der Punkt gekommen, wo fast, es ist egal, ja, wer auftritt, aber es muss irgendeine Alternative geben. Und wir vereinigen uns, wir legen mal alle Befindlichkeiten zur Seite, uns geht es um die Sache, uns geht es um Belarus. Und natürlich, Irina hat recht, das ist eine sehr starke Simplifizierung, sich hinter einer Flagge zu vereinen und zu sagen, so, es gibt nicht das Gesicht, aber um quasi überhaupt gegen die Übermacht dieses erdrückenden Staates, der ja vor nichts zurückschreckt, überhaupt sichtbar zu sein in der eigenen Bevölkerung, aber auch gegenüber dem Ausland, gegenüber den Nachbarinnen und Nachbarn, fand ich diese Strategie unglaublich klug. Und sie war klug, weil sie sich eben nicht, so wie das normalerweise in so einem Präsidentschaftswahlkampf läuft, dass man Zielgruppen hat, dass man wirklich so ausgefeilte Programme hat, sondern es ging darum, dass die drei Damen sich gezeigt haben, dass die auf allen Bühnen in kleinen Städten und in größeren Städten waren, dass sie verschiedene Generationen angesprochen haben und dass Mann, Frau, wir ihnen einfach abnehmen konnten, ja, dass sie sich wirklich für Belarus stark machen und dass sie wirklich diesen Wandel wollen. Und ich glaube, ich habe das schon im Wahlkampf ziemlich eng verfolgt, habe mir die ganzen Videos angeschaut und kriegte teilweise wirklich Tränen in den Augen, weil es mich so persönlich berührt hat. Das weiß ich nicht, ob das so viele gemacht haben,
Aber in der Bevölkerung, glaube ich, ist es auf unglaublich viel Zustimmung und Echo gestoßen. Und das hat den Weg bereitet für diese Protestbewegung nach dem 9. August. Also hätte es die drei Damen nicht gegeben und hätten die Frauen nicht den Mut gehabt zu sagen, wir versuchen das jetzt, wir sind die Alternative und sich eben nicht programmatisch differenziert dann gegen den oder die andere abzugrenzen, dann weiß ich nicht, ob das mit so einer sozusagen Vehemenz an dem 9. August abends auch losgegangen wäre, ob die Leute sich versammelt hätten. Was die Frauen im Westen, also die weibliche Solidarität angeht, das finde ich, hat Irina ganz gut beobachtet. Also sagen wir mal so, ich hätte mir deutlich mehr Unterstützung aus dem Westen gewünscht, von Anfang an, gerade aus der Frauenbewegung, aus der klassischen Frauenbewegung. Und das ist natürlich auch nochmal was, da glaube ich, müsste man vielleicht ein getrenntes Seminar nochmal anbieten, warum das so zurückhaltend ist. Es gab ja immer wieder Unterstützungsaktionen, aber meist getriggert und meist initiiert aus der Diaspora-Bewegung. Viele Belarusinnen haben das, ich habe das in Bremen erlebt, in Brüssel, in Berlin, wir haben es hier in Göttingen gemacht. Es kommen auch Leute, es gibt auch eine große Anteilnahme, aber es sind natürlich keine Massendemonstrationen. Es ist nicht so, als wenn die Leute jetzt gegen den Irakkrieg auf die Straße gehen oder gegen die Stationierung von Atomwaffen oder was auch immer. Ja, sozusagen, es ist natürlich eine relativ kleine Gruppe, aber es sind tatsächlich nicht nur Diaspora Belarusinnen, sondern es gibt auch darüber hinaus schon, habe ich das jedenfalls erlebt, ein großes Interesse. Wir haben hier eine Schule, die hat seit langer Zeit eine Schulpartnerschaft mit Belarus. Es gibt aber auch darüber hinaus, über unseren Tschernobyl-Austausch in Niedersachsen, großes Interesse an Belarus. Es gibt viele ehemalige Austauschpersonen. Also ich würde sagen, dass das die Anteilnahme, das Interesse am Land groß ist, aber wir müssen jetzt halt gucken, dass das nicht abebbt, ja, und dass wir da auch den Druck auf die Politik aufrechterhalten. Ne? Ja, das Europaparlament möchte ja Svetlana Tichanowskaja als Präsidentin anerkennen. Was glaubst du, wie das in der nächsten Zeit praktisch funktionieren wird oder auch nicht funktionieren wird und wie man damit weiter umgehen kann? Ich habe da immer sofort den Fall Venezuela und Guaido dann im Hinterkopf, ja, was ja irgendwie auch nicht so richtig gut geklappt hat. Nee, das glaube ich auch. Also da würde ich auch, sind wir auch vorsichtig auch in unseren Formulierungen. Also wir haben es immer so formuliert, dass wir gesagt haben, die Mehrheit der Menschen hat vermutlich für Svetlana gewählt. Aber bevor wir sie offiziell anerkennen und bevor wir quasi die Beziehungen mit dem immer noch amtierenden, vielleicht nicht legitimierten Präsidenten komplett abreißen lassen, glaube ich auch, dass es besser ist, natürlich diesen Koordinationsrat und seine Mitglieder oder ehemaligen Mitglieder, diejenigen, die jetzt im Ausland geflohen sind, die ganzen Kreise um Svetlana und um andere herum zu stärken und da, weiß nicht, ob man sagt, jetzt ein Schattenkabinett oder sowas aufzubauen, aber die natürlich auch programmatisch fit zu machen. Dennoch müssen wir ja einfach die Realitäten anerkennen und die Realitäten sind, wie sie sind. Und da bin ich ganz bei Irina, das ist ein langer, das ist ein zäher Prozess. Und viele Polinnen und Polen haben mir gesagt, wir haben 5 Jahre gebraucht. Ja, und ich weiß, dass viele Belarusinnen auch eigentlich eher realistisch sind und wissen, dass das eine harte Zeit wird. Und ob Lukaschenko in den nächsten Monaten abtritt, weil es ökonomisch eng wird, ob es einen anderen Grund gibt, ob Putin mittlerweile jemanden im Blick hat, den er als Ersatz einsetzen möchte, all das sind natürlich Spekulationen. Aber jetzt Svetlana als vollwertige Präsidentin anzuerkennen, ich glaube, da haben doch viele auch Skrupel, eben weil der Fall Venezuela eigentlich nicht erfolgreich war. Ja. Mhm.
Gut, ja, vielen Dank soweit. Ich möchte dann jetzt nochmal das Publikum auffordern, Fragen zu stellen. Das geht allerdings tatsächlich nur für den Teil des Publikums, der uns auch hier in Zoom direkt mitverfolgt. Es gibt ja auch einen zweiten Teil des Publikums, der uns über den Livestream verfolgt. Da besteht diese Möglichkeit jetzt nicht, es sei denn, Sie registrieren sich noch kurz entschlossen über unseren Heinrich-Böll-Stiftung Veranstaltungskalender für die Veranstaltung. Dann bekommen Sie auch den Zugangslink noch für die Zoom-Runde. Dann würde ich jetzt mal meinen Kollegen Walter Kaufmann fragen wollen, ob wir aus dem Kreis des Publikums schon Fragen zusammengestellt haben. Würde dich einfach bitten, die mal vorzutragen und einzubringen. Ja, schönen guten Abend in die Runde auch von meiner Seite. Es gibt im Grunde drei Fragen, die gestellt wurden aus dem Publikum. Die eine ist die Frage nach der Solidarität, nach der wirksamsten Form von Solidarität, und zwar sowohl in ganz praktischer Hinsicht. Was hilft den zivilgesellschaftlichen Akteurinnen in Belarusinnen am meisten? Welche Aktion, welche Form von Unterstützung, auch materiell? Und welche politischen Solidaritätsaktionen kommen eigentlich in Belarus an? Welche Form von Kommunikation, spielt der Sacharow-Preis eine Rolle? Kann man den noch stärker popularisieren? Solche Fragen. Die zweite Frage ist die politische Frage nach der Chance eines Dialogs mit Lukaschenko. Vielleicht schließt sich da an, wie sieht sozusagen die politischen Entwicklungsoptionen aus Sicht unserer Gäste aus? Was ist da zu erwarten? Und dann gibt es eine konkrete Frage zur systematischen Gewalt gegen gefangene Frauen. Es gibt Nachrichten in den sozialen Medien, dass es zu Vergewaltigungen in den Gefängnissen kommt. Handelt es sich dabei um eine systematische Verfolgung und eine systematisch angewandte Gewalt? Und gibt es adäquate ärztliche Behandlungsmöglichkeiten? Mhm. Und wenn ich darf, würde ich noch eine vierte Frage anschließen. Ich bin von dem Buch besonders beeindruckt deswegen, weil es anders als vielleicht der Titel, der sehr schön ist, aber vielleicht auch ein bisschen idealistische Erwartungen weckt, sehr nüchtern ist. Sehr nüchtern und ein sehr ehrlicher Blick auf Belarus. Eine sehr ehrliche Bestandsaufnahme von den Widersprüchen, von denen Irina und Olga gesprochen haben. Ich glaube, das ist die beste Voraussetzung dafür, für weitere ehrliche Modernisierung im Land und in der Gesellschaft. Was mich noch interessiert, wie sind die Gegensätze in diesen Bewegungen jetzt zwischen den verschiedenen Regionen? Spielen sie eine Rolle? Ich weiß ein bisschen, dass es weit weniger regionale Gegensätze gibt als etwa in der Ukraine, wesentlich weniger Heterogenität hier, aber doch gibt es natürlich Stadt-Land und es gibt Grodno auf der einen Seite und kleinere Städte wie Saligorsk oder Schubin und so im Osten. Wie vermitteln sich die gesellschaftlichen Widersprüche über diese Orte? Das würde mich noch sehr interessieren. Also die Solidarität, okay. Die Politik und die Gewalt gegen Frauen und die Gegensätze. Gut, ja, vielen Dank. Das ist ja ein breites Spektrum. Vielleicht fangen wir mal an mit der Frage der systematischen Gewalt gegen Gefangene, insbesondere weibliche Gefangene. Ich weiß nicht, Olga, kannst du dazu etwas sagen? Ja, wir besprechen diese Frage in unserer feministischen Gruppe an der Koordinationsrat und immer noch gibt es nicht genug Forschungen, aber wir denken, es geht doch um die systematische Gewalt, weil wir glauben nicht, dass es einzelne Fälle sind. Und natürlich werden
wird nicht jede Frau jetzt steht, ist unter solchen Gewalt gestanden, aber nicht eine oder zwei. Und wir wissen auch, dass viele Leute über solche Traumen nicht erzählen und auch diese nicht dokumentieren, weil Lukaschenko und die Regierung dann die Leute weiter verfolgt. Und das ist eine sehr schwierige Sache. Und es geht um die Traumatisierung der Gesellschaft. Wir haben darüber heute nicht gesprochen, aber das ist noch ein sehr großes Thema. Und ich denke, wir werden noch weitere Fälle entdecken und werden weiter erschrocken. Mhm. Okay, dann vielleicht an Irina die Frage nach der Verschiedenheit in den Regionen, nach den Gegensätzen, wie nehmen Sie die wahr und sind da Muster, regional bestimmte Muster erkennbar? Ich kenne vielleicht die Regionen nicht so gut, aber ich würde jetzt nicht irgendwelche regionalen Besonderheiten erkennen, zumindest nicht als Muster und auch nicht Stadtland. Ich glaube, das ist schon übergreifend und geht durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Und das ist natürlich in dörflichen Gegenden besonders erfreulich. Das merke ich hier im Dorf, wo ich jetzt bin. Ich war neulich in der Apotheke, da haben die Apothekerinnen auch die Svetlana Tsikhanouskaya und Sergei Tsikhanouskaya besprochen. Er war in diesem Dorf und die waren so irgendwie extrem involviert in diese Diskussion und was sie glauben, was sie nicht glauben, sie haben abgewogen und ich habe da in der Schlange gestanden und gewartet, bis sie mit dieser Schichtübergabe fertig sind und ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich, also so bildet sich das politische Denken heraus und das fand ich ganz toll. Ich merke hier auch auf so einem eigentlich sehr zum Teil naiven Niveau dieses die Unseren und nicht die Unseren. Ja, dann, ich werde dann zum Beispiel eingeladen, da sagen, ja, vielleicht gehst du lieber doch nicht hin, die scheinen nicht die unseren zu sein. Mhm. Ja, das ist extrem, ich glaube, das ist nicht regional, das sind so Werteunterschiede, also Unterschiede in Werten und in der Hinsicht dann auch in den Ausrichtungen EU oder Russland. Also einerseits ist es tatsächlich eine interne Angelegenheit, andererseits, man spürt schon, in welche Richtung man schaut, jetzt nicht geografisch, sondern werteorientiert. Also das merke ich schon. Und genau, ich wollte noch ganz gerne was zu den Kooperationen sagen. Was hilft denn? Welche Aktionen helfen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass also wie gesagt, Belarus weiterhin im Gespräch bleibt, aber was ich nicht möchte, das ist, dass auch man auf uns so herabschaut nach dem Motto und jetzt erforschen ja wir die kleinen Belarussen, die da kämpfen gegen ihre Diktatur, sondern dass wir schauen, wo wir Fragen haben, die unsere Gesellschaften beschäftigen. Also nicht nach dem Motto, wir helfen denen, mit diesen Fragen fertig zu werden, sondern die Frage der Verantwortung zum Beispiel, ja, oder die Frage in der Gesellschaft oder für sich selbst. Das ist eine Frage, die sowohl in der deutschen Gesellschaft als auch in der belarussischen Gesellschaft präsent sind. Oder die Frage nach den Medien und inwieweit sie uns prägen, inwieweit sie unsere Wahrnehmung vereinfachen. Oder zum Beispiel, dass wir zusammen Konzepte diskutieren, die in den Gesellschaften von Bedeutung sind. Also ein Konzept zum Beispiel, das mich sehr beschäftigt, ist das der Helden. Also die Glorifizierung, die betrieben wird in der Gesellschaft, bis zum geht nicht mehr zum Teil. Ja? Und was ich mir gerne wünsche, ich glaube, in dieser Situation, wo in den
in einer Krise wird sehr oft verflacht gedacht, in diesem sehr schwarz-weißen Muster, dass wir die Grauzonen erkennen und sie zusammen erkunden. Und das ist auch etwas, was beide Gesellschaften betrifft. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch extrem hilfreich sein, um eine verzweigte und komplexe Gesellschaft herauszubilden. Wenn ich mir überlege, in welcher Gesellschaft würde ich mich wohlfühlen, dann denke ich an diese sehr verzweifelte, sehr komplizierte, sehr vielleicht auch mit Brüchen übersäte Gesellschaft. Sowas möchte ich gern, die immer wieder neu verhandelt wird, wo es nicht eine Antwort geben wird für alle Zeiten, sondern wo die Antworten immer wieder verhandelt werden. Und das ist etwas, was in Deutschland genauso wichtig ist wie hier. Ja, vielen Dank. Jetzt wollte ich eigentlich gerne mit Julia Zimafeeva weitermachen. Julia, are you still with us? Yes. Okay, because your camera was off for a second. You could also comment on the question of effective solidarity, because I mean you are quite experienced on the cultural sphere. Yeah, what would you think from your experience? What can be effective solidarity, means of solidarity, from the European side? This is the first question. Yeah. Mm-hmm. As for culture, I would say that I'm very grateful to my foreign friends, to writers and to poets and to artists, because we writers feel that, for example, American pen or Ukrainian pen or Swedish pen, or they organize different events that promote Belarusian topic, they invite Belarusian authors who speak on the situation in Belarus. They also translate texts and inform their readers about what is going on here. And also, of course, they raise money. Maybe I would say a bit not only about culture, but also about the society on the whole. Mm-hmm. I would say that this solidarity wave started even in spring with the first COVID wave in Belarus, when Lukashenko started speaking humiliating about the dead, or he tried to ignore the seriousness of the situation, and people were left alone with the problem. And so they started raising money, they started crowdfunding, so I use this word, for different special uniform for the medical workers, for masks and so on and so forth. So these people united in that strive, in that fight against the disease. And I would say that it all started then. And then there were those arrests of the prominent candidates for the presidency and so on. I guess now in August, people also started raising money for those who were injured or for those who lost their jobs. And as far as I know, about, maybe Olga can correct me, about more than $2 million, right, Olga? Maybe you know better. Yeah. Or almost $2.5 million. Okay. Dollars. Yeah, I think exact numbers. Yeah. Okay. It doesn't matter so much. But, yeah. Mm-hmm. Yes, but still, people from inside Belarus, but also abroad, diaspora also started gathering. As far as I know, you've mentioned that. As far as I understood, yeah. Mm-hmm. So this solidarity still is important. I'm not mm-hmm. so much mm-hmm. an individualist, maybe like Irina, but I would say that that's important. I also helped with what mm-hmm. I can mm-hmm. Help. And let me add one more question to you right away, like referring to the question that Walter presented from the audience about the
as it was mentioned in the question, dialogue, but many call it not dialogue, but upcoming negotiations between the protest movement and the regime, with looking for like political processes to find ways out of this crisis now. And what is from your experience or from your participating yourself in the protests, what could be an acceptable format for negotiations or for communication between the protest movement and the regime? What is acceptable after all what has happened? So first you mentioned that I'm a poet and I come from a cultural scene. So I'm not a politician, I'm not a politic analyst. So maybe Volga, as a representative of the coordination, personally, I don't believe a word of Lukashenko. So he doesn't deserve my trust and a lot of people. So he can't be trusted. So he should go away and then we can speak about anything. But no, I would say no dialogue with Lukashenko in power. Mm-hmm. No. So maybe Volga can add from her political perspective. Yeah, so Olga, diese Frage eben auch an dich. Das Regime hält de facto die Macht. Was ist deine Antwort auf die Frage, wie geht's weiter und welche Formate von Verhandlungen sind denkbar jetzt oder ist es kategorisch ausgeschlossen? Ja, also meine persönliche Meinung, ich bin einig mit Julia, weil Lukaschenko ist Verbrecher und jetzt mit Blut und man glaubt ihn auch nicht, weil er wirklich die ganze Zeit lügt. Und jetzt vor dem 9. und nach dem 9., das ist so eine Lüge die ganze Zeit. Und das ist überhaupt nicht über Realitäten, nicht über die Ereignisse, die in Belarus passieren, nicht über unsere Gesellschaft, das alles, was er sagt. Und die andere Sache ist natürlich, wie diese Position in diesem, ich weiß nicht, so möglichen Dialog zwischen verschiedenen Partnern außerhalb von Belarus, Svetlana Tichanowskaya zum Beispiel, sieht. Und das sind schon sozusagen so politische Figuren, wie sie dieses Gespräch innerhalb von einem breiteren Kreis sehen. Und man denkt über einen breiteren Dialog zwischen EU zum Beispiel, Europäische Union und Lukaschenko. Aber wir als Bürgerinnen aus Belarus, wir glauben Lukaschenko nicht mehr. Und, die Frage dann jetzt nochmal an Viola. Was denkst du, wie kann auch die internationale Seite da jetzt weiter agieren? Es gibt jetzt eine neue personelle Aufstellung in der OSZE. Und viele Hoffnungen darauf, dass da jetzt eine konstruktivere Rolle eingenommen werden könnte. Wie siehst du das? Gibt's da Aussichten oder muss man da noch sehr vorsichtig sein? Also direkt nach der Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen, haben ja alle die OSZE in den Vordergrund gestellt und haben gesagt, es muss jetzt quasi ein Verhandlungsformat unter der Aufsicht der OSZE oder im Format der OSZE geben. Nun wissen wir alle, dass da natürlich mit Russland das immer extrem schwierig ist. Und ich hätte mir damals gewünscht, als das Fenster da war in den ersten zwei Wochen, dass die EU mit etwas mehr Wumms sich eingemischt hätte und auch die Hilfe angeboten hätte. Den runden Tisch hätten wir vielleicht nicht bekommen, aber zu dem Zeitpunkt war ja Helga Schmidt noch Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienst und sie hat gute Beziehungen zu Lukaschenko. Das ist auch das, worauf du jetzt anspielst. Sie ist jetzt Generalsekretärin seit einigen Tagen der OSZE und das ist die Hoffnung, wenn Schweden ab dem 1. Januar den Vorsitz der OSZE übernimmt, dass man unter
Verhandlungsführung von Helga Schmid und den Schweden da möglicherweise was erreichen kann. Ich weiß, dass schon einige schwedische Kolleginnen und Kollegen nach Belarus gereist sind, um schon mal vorzufühlen, haben nicht mit den Vertreterinnen und Vertretern der Regierung gesprochen, sondern ausschließlich mit NGO-Vertretern und mit Leuten, die nicht in der Regierung sind. Aber ob das jetzt reicht, ich glaube, eine Verhandlungslösung, und das haben ja hier Olga und Julia auch ziemlich klar gesagt, eine Verhandlungslösung mit Lukaschenko. Ich glaube, das Thema ist durch. Das kann sich niemand mehr vorstellen. Das wird nicht passieren. Und gegen den Willen der Belarusin können wir und wollen wir auch nicht da irgendwas erzwingen. Also das ist, ich weiß nicht, ich würde den Druck, den wirtschaftlichen Druck erhöhen. Und das ist eigentlich auch das, was uns alle sagen. Wer jetzt ernst macht und wer jetzt wirklich was erreichen will, der muss über Energiesanktionen gehen, der muss über die Wirtschaftssektoren, Chemieindustrie gehen. Das ist das, wo Lukaschenko verletzlich ist. Das ist da, wo die Hard Currency, wo die harte Währung reinkommt. Und runder Tisch hätte man in den ersten zwei Wochen machen können. Ich glaube, da war eventuell, ob jetzt die Bereitschaft wäre nicht da gewesen, aber da hätte man einfach von außen stärker einwirken können. Ich denke, diese Option existiert de facto nicht mehr. Leider. Nochmal ganz kurz, weil die Eva, bevor ich jetzt nicht mehr drankomme, Eva hatte eben nochmal, Eva Quistorp, in den Chat auch geschrieben, dass es bereits viele Solidaritätsaktionen gibt. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Ich war selbst überrascht, dass es viele gibt. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass das automatisierter ist, dass das nicht nur über die belarussische Diaspora läuft, sondern dass wir insgesamt über Europa hinweg nicht nur von Belarusinnen und Belarusen organisierte Solidaritätsaktionen gibt. Du hast es geschrieben, in Berlin gab es das oft und das ist gut. Und es gibt Andenken, es gibt verschiedene Anlässe und auch verschiedene Plätze, wo dann die Demonstrationen stattfinden. Das ist sicherlich so. Aber es sind halt keine Massenbewegungen. Und ich glaube, das ist das eigentlich, was Belarus verdient hätte, ja. Und da jetzt noch mehr Druck aufzubauen und das so ein bisschen mit der Softpower von zum Beispiel Irina, Julia und Olga zu verbinden. So ein Buch hilft da bestimmt, aber wir müssen da noch mehr, sagen wir mal so, Formate in diesem Rahmen entwickeln. Das wäre jetzt vielleicht noch meine kleine Konklusio dazu. Ja, wir kommen so langsam an das Ende unserer Veranstaltung, aber ich habe verstanden, es gibt eigentlich noch weitere Fragen. Vielleicht, Walter, wenn du noch eine letzte Frage einbringen möchtest. Suchen sich die Teilnehmenden aus, ob sie lieber auf eine sehr offene Frage, die vielleicht gar nicht zu beantworten ist, weil wir keine Männer aus Belarus in der Runde haben. Es gibt eine Frage, gibt es auch ein männliches Gesicht und einen männlichen Blick auf die Ereignisse? Und die andere ist eher die klassische Politikfrage, die jetzt zumindest angedeutet worden ist in den Antworten, nämlich der Herausgeber. Einer der Herausgeber, Andreas Rostek, stellt sozusagen die klassisch politologische Frage, lässt sich ein Diktator stürzen ohne Struktur, Programm und mit schwindender Massenbasis? Das ist sozusagen die klassische politologische Frage, wie er selbst sagt. Diese zwei Fragen hätte ich abschließend im Angebot. Gut, dann für jede von euch noch einmal jetzt eine Minute oder maximal anderthalb für einen abschließenden Kommentar. Olga, möchtest du anfangen? Ja, ich denke, wenn wir über Frauengesicht sprechen, dann sprechen wir eigentlich über Männer auch. Wir sprechen über Gewalt, über Verletzlichkeit und das betrifft natürlich auch die Männer. Und dass die Männer aus vergewaltigt werden, Lukaschenko sagt, nein, das ist unmöglich. Und wir sagen, das ist möglich, das wird gemacht. Und wir haben Aufmerksamkeit dafür und wir kämpfen. Wir wollen, dass alles Blick für alle diese Verletzlichkeitsformen der Gewalt und Verletzlichkeit haben, im Blick haben. Und Kampf gegen Diktatur ohne Vorbereitung, ohne neue Strukturen. Ja, teilweise bedeutet dieses Soft Power,
dass wir wirklich nur jetzt diese Vernetzungen in der Gesellschaft entwickeln. Die Leute waren atomisiert und jetzt beginnen sie allmählich anders zu sein und Softpower bedeutet diese Vernetzungen und man braucht dann diese Vernetzungen in die Kanäle zu verwandeln und Druck auf die Regierungsstruktur zu entwickeln aus diesen Kanälen und vielleicht braucht man dafür die Zeit, aber das, ich denke, das wird schneller passieren, wenn wir in der demokratischen Situation werden. Ich weiß nicht, das ist, man hat, ob das die Voraussetzung ist, dass wir schon diese Mechanismen haben oder wir schon in dieser Situation der Mobilisierung, Aktivisierung der Gesellschaft genug Druck durch diese Solidarisierung haben. Das ist für mich auch eine offene Frage. Aber die Leute lernen sich im Prozess, wir sehen das. Und sie werden in jedem Fall das weiter lernen, weil sie haben entdeckt, wie viel Kraft in dieser Vernetzung, in dieser Entdeckung der Gesellschaft drin liegt. Danke, Olga. Irina, bitte mit der Bitte im letzten Abschlusskommentar zu den Themen, die aus deiner Sicht noch offen geblieben sind. Ja, ich würde noch ein paar Worte über den Dialog sagen, aber vielleicht aus einer anderen Sicht. Was den Dialog mit dem System, mit Lukaschenko angeht, so war ich immer skeptisch und das schließe ich mich voll Julia und Olga an. Aber was ich glaube, wir brauchen, ist den Dialog unter uns, ist ein Dialog in der Gesellschaft und auch nicht nur begeisterte Statements, wie gesagt, das sage ich immer wieder, sondern auch vieles in der Schwebe lassen. Erstmal anschauen, was ist da, was passiert, was für Stimmungen haben wir da und so weiter, dass wir diese Sinnfindung nicht nur gemeinsam betreiben, sondern auch jeder für sich. Und wenn ich sage vom Individualismus, das schließt gar nicht aus, dass man solidarisch ist, überhaupt nicht. Das ist aber eine aus meiner Sicht beständige Solidarität, wenn ich weiß, ich bin mit meinem Sinn im Reinen und ich weiß, worum es dem anderen geht. Und ich glaube, wir sollen nach Strukturen schaffen und auch durch den Austausch die Räume entwickeln, wo dies möglich ist. Und da spielt Kultur und Kunst und Literatur natürlich eine primäre Rolle, dass man nochmal eintaucht und die Tiefen erforscht. Ja, vielen Dank, Irina. Julia, do you also want to comment finally, concludingly on one of the open questions? Maybe no. Yeah, it's okay with me. Okay. Thomas, möchtest du dazu noch mal weiter kommentieren? Obwohl Thomas wird ja gleich ohnehin noch den kurzen Text lesen. Das heißt, dann gebe ich doch zuerst das Wort noch mal an Viola. Ja, die Frage der... Tja, die politologische Frage, die treibt uns ja alle um. Wären wir eigentlich so, ja, was heißt stolz? Stolz ist natürlich der falsche Ausdruck, aber eigentlich doch sehr beeindruckt sind von der friedlichen Revolution, von der fast zivilisierten Revolution, die in dem Sinne ja eigentlich dann doch keine ist, und der dieser Hartnäckigkeit und diesem liebevollen Umgang ja auch mit brutalsten Sicherheitskräften auf jeden Fall ganz am Anfang der Übergabe von Blumen, also diese bizarren Situationen, die uns da also in keinem anderen Land der Erde bisher begegnet sind, ja, und die kommen natürlich jetzt an ihre Grenzen und die Frage, jetzt kommt der Winter, jetzt geht es wirklich ums Ganze, kann man diesen Protest weiter aufrechterhalten? Aber ich glaube nicht, dass in Belarus die Bereitschaft da ist, dass die militant werden, sondern ich glaube wirklich auch daran, was Irina und was alle anderen Teilnehmerinnen sagten, diese Langlebigkeit und die Veränderungen, die in der Gesellschaft schon stattgefunden haben, werden dazu führen,
dass es irgendwann auch eine Form von Regimewechsel gibt. Ob das die ist, die wir uns jetzt alle wünschen und vorstellen, da wäre ich auch sehr vorsichtig. Ich glaube, ich bin da überhaupt nicht naiv. Also ich weiß, wir wissen alle nicht, was kommt. Aber ich glaube, ein gewaltvoller Umsturz, das passt nicht zu den Menschen, die wir da jetzt zu Hunderttausenden an den Wochenenden auf der Straße gesehen haben. Ich denke, das wird nicht passieren, ja. Also ich meine, ich würde mir natürlich wünschen, dass es schneller geht, und ich finde auch, die Menschen haben es verdient. Und das, was Irina sagt, ist dann sozusagen der dritte Schritt, dass es untereinander eine Debatte gibt, wie soll eigentlich so eine Gesellschaft wirklich aussehen, und dass man sich den Grautönen nähert und. Aber im Moment, glaube ich, geht es einfach um so die Basis-Needs oder Basic-Needs, also wirklich die Grundbedürfnisse nach, wir wollen einen anderen Staat, und da ist nichts mit Ausdifferenzierung. Das, was Irina zu Recht einfordert, ist dann der zweite und der dritte Schritt. Ja, okay. Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten, an Viola, Irina, Julia, Olga und Thomas, dafür, dass ihr euch heute Abend ihr die Zeit genommen habt, für diese Veranstaltung über dieses Buch und über das Thema des Buches zu sprechen. Ich glaube, ja, ich werde gar nicht erst versuchen, jetzt hier noch die Diskussion zusammenzufassen. Das ist gar nicht möglich bei der Breite der Aspekte, die wir hier angesprochen haben. Ich danke auch Ihnen im Publikum, dass Sie hier bei uns geblieben sind, freue mich, dass Sie dabei waren. Und wie angekündigt, schließen wir die Veranstaltung jetzt noch mit einem Text, der gerade heute frisch auf der Facebook-Plattform Stimmen aus Belarus erschienen ist. Und Thomas wird uns diesen Text vortragen und auch kurz darin einführen. Und wir anderen verabschieden uns an dieser Stelle schon. Ich sage herzlichen Dank, und wir schalten auch schon mal die Videos aus dafür, dass Thomas uns jetzt hier in den Rest des Abends geleitet mit einer nachdenklichen Stimme aus Belarus. Vielen Dank, Thomas. Ja, danke, Robert. Wir haben noch mal eine Frauenstimme ausgewählt für den Schluss. Wir haben schon darüber gesprochen, wie kontrovers es auch in unserem Buch zugeht. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir die Widersprüche auch versucht haben abzubilden in diesem Buch, und den Dialog, den Irina sich wünscht, innerhalb der Gesellschaft schon so ein bisschen haben beginnen lassen in diesem Buch durch die Stimmen, die dort versammelt sind. Der Prozess geht weiter. Das Buch ist in der Welt, wird hoffentlich gelesen und besprochen. Es wird darüber nachgedacht. Und wir wollen den Prozess weiter begleiten mit den Stimmen aus Belarus und heute Abend eben zum Abschluss mit einer Stimme von Jewgenia Pasternak, einer Minsker Autorin, die auch im Buch vertreten ist. Vorab noch für alle, die mit dem Begriff Amon noch nichts anfangen können. Das ist so die berüchtigte Sonderpolizei, die für viele der Gewalttaten auch zuständig ist. Jewgenia schrieb am 29.11. auf Facebook: Eigentlich finde ich, bald 4 Monate sind Zeit genug für jeden halbwegs vernünftigen Menschen zu kapieren, dass, wenn man die Leute wieder und wieder auseinanderjagt, aber sie sich nicht auseinanderjagen lassen, irgendetwas schiefläuft. Wenn ihr nach 4 Protestmonaten die Armee in der Stadt braucht, das Internet sperren müsst, die Metro, wenn ihr mit letzter Kraft herumrennt, damit sich bloß kein gemeinsamer Zug bildet, aber das alles nichts bringt, was hat das dann zu bedeuten? Es läuft alles darauf hinaus, dass wir bald aus jedem Helm hören werden: Ich wusste von nichts, ich bin betrogen worden. Später werden wir so die Kinder für die Schule motivieren. Wenn ihr nicht ordentlich lernt, werdet ihr wie die Männer vom Amon. Vielen Dank.